Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt der Generator. Ups. Ich mach den jetzt so direkt daneben, ne? Ja. Zack. Hab ich. Okay, so, dann. Ich mach mal so. Ich geh mal kurz hier lang so ein bisschen. Dann packst du bitte. Was denn? Ich sollte dir auch sagen, wo du was hinpacken sollst. Ja, ich will ja erstmal hoch. Wenn ich oben bin, kann ich, mit dem zweiten sieht man besser oder so, ne? Oh, hier oben müssen wir aber auch noch Betonklötze bauen. Ja, da bin ich dabei. Ich hab welche mit. Und ich habe Blade Traps. Verteiler oder Stromdinger habe ich auch noch. Und hier diese Wire Relays. Wo darf ich denn Blatos, Treppos? So, ich habe hier... Oh, man kann sie auch so schräg dran machen. Guck mal. Ja, ich weiß. Hier bin ich aber einfach noch nicht fertig. Soll ich noch warten, oder? Ach, da brauche ich Stahl für. Stimmt ja. Und kannst du die Blade Traps auch auf den Gittern positionieren? Ja, das geht. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, packst du die einfach der Reihe nach hier oben einmal. Einmal auf die Gitter. Einmal auf die Gitter. Ich hol mir Stahl. Mit so ein bisschen rübergucken? Nee, ne? Kann sie auch so aufbauen? Ja, ist okay, mach. Mal gucken, ob 6 reichen. Klatsch, bumm, batsch. Stahl, Stahl, Stahl. Mathilde braucht jetzt Stahl. Und sie hat keinen Stahl. Hm. Nee, nur einer guckt dann rüber. Den anderen kann ich, den kann ich direkt abschließen. Okay. Dann haben wir sogar noch eine übrig. Haben wir hier oben 5 Stück. Stahl, Stahl, Stahl. Ach, hier ist kein Feuer. Holz drin. Ah, ich komme auch seitlich. Na, ich komme mal zu euch. Oh, oh, oh. Ich wollte nicht so fallen. Ihr geht mir auf den Sack. Kommt mal her. Kommt mal her. So, habe ich heute schon was gesagt? Erzählt? Nee, ne? Ich bin so vertieft in Arbeit. Wir machen da oben noch die Verteidigung. Und denn wir haben bald die nächste blutrote Nacht. Die 10. Ja, und die erste in unserer Bergfestung. Ja, das ist schon was Besonderes. Ja, und ich hoffe vor allem, dass dann... Das sind ja alles dieselben hier. Dass das, was wir jetzt hier gemacht haben, uns auch wirklich gut genug schützt. Ja, ich hatte mich so ein bisschen Bammel, ehrlich gesagt, vor, dass die in den Berg reinbuddeln und uns dann von hinten in den Popo... Na. Oh, das Sand. Ich bin noch am überlegen, ob ich seitlich noch Stacheldraht oder so ranballer. Ja, Stacheldraht sollten wir auf jeden Fall hier noch irgendwie mit hinbringen. Aber warte mal, dann schmeiß ich dir nochmal die ganze... kannst du mal verkabeln? Mhm. Ach, komm mal hoch da. Tack, 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 tack. Tack, tack, tack. Und warte. Kannst du fangen? Moment. Ja. Ich schmeiße dir 1. Danke. Und 2 runter. Danke. Muss ich mir nur noch so ein Verkabelgerät holen, ne? Achso, ich dachte. Nee, jetzt habe ich nicht dabei. Entschuldigung. Na, dann hacke ich jetzt noch ein paar Bäumchen. Mach das, mach das. Mal machen wir ein bisschen Stacheldraht. Wo sehen wir noch unschuldige Bäume? Und dann möchte ich nicht hier neue zu pflanzen, ne? Ja, aber nicht... Boah. Ach, hier haben wir so ein Gerät. Ah, doch, da. Zum Pflanzen können wir auch woanders hingehen, also... Ja, aber hier haben wir halt noch nicht unseren Abholzwald wie... Nee, aber guck mal, da hinten habe ich schon was hingepflanzt und da taue ich hier alles um. Das ist Natur pur hier. Tschüss, Baum. Dahin. Da, 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 da. Ist das nicht schön? Ah, noch besser, wie geil. Was denn? Ich kann mit dem Generator direkt die Blade Traps verbinden. Von unten? Von unten. Geil. Das ist ja super.
Eigentlich wollte man die Gitter ja haben, dass wir von unten nach oben schießen können, aber... Na gut. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, wie das hier aus dem Ding rausgeht. So, voll der Strahl. Das sieht echt cool aus. Ja. Yeah. Voll die Powerspinne. Dann. Wie viel würde das brauchen? Dann hol ich mal ein paar. So zwei, drei Motoren. Motoren. Und ein bisschen Benzin. Benzin. Oh, hier ist auch alles kahl. Da kann ich ja richtig was pflanzen. Drei nachtanken. Ja. Oh, machen wir mal 100 Stacheldraht. Schicki, schicki. Und den Rest noch. Das ist doch ganz nice so. Iron Plates will ich jetzt nicht machen. Wir machen ganz normal Wood Spikes. Mehr Blade Traps hatten wir nicht, oder? Eine habe ich noch. Okay. Aber oben sind alle, oben kriegst du keine mehr drauf. Ja, ich weiß nicht, ob man hier rein theoretisch noch eine Rutsche hinkriegen würde. Naja, ich würde sie einfach da mal rauf gehen lassen. Ich müssen mal gucken, wie das funktioniert. Ja, das Gute ist, für den schlimmsten Fall, dass die wirklich durchbrechen, können wir uns schön wegverpieseln. Wo? Ja, sollten sie hier drauf und sich durch den Hügel durchbuddeln, dass sie sozusagen in unsere Höhle reinkommen. Dann können wir schnell zu unseren Fahrzeugen. Nee, die Fahrzeuge nehmen wir noch mit rein, oder nicht? Willst du die draußen lassen? Ich habe Angst, dass sie die kaputt machen. So. Also, können wir machen, aber... Ah, da unten brauchen wir auf jeden Fall noch eine Blade Trap, sehe ich gerade. Hast du die Blade Trap mit, oder? Nee, ich bin gerade unterwegs. Ja, hast du die mit, oder hast ja, du die... natürlich habe ich die mit. Natürlich. Natürlich. So, die Holzrahmen nehme ich erstmal mit. Dann. Schlag noch ein paar Bäumchen, mach dabei einen Bogen und dann bin ich gleich wieder da. Mache ich vielleicht noch ein paar Elektrozäune, ne? Das ist gefährlich. Gerade so noch überlebt. Was gebrochen? Nein. Glück gehabt. Das war gut. Wenn du das meinst, ich sag das auch Glück. Nein, das war Können. Oh, ist ganz schön praktisch, nebenbei noch ein bisschen die Nester abgrasen. Oh ja, das ist auch nicht schlecht. Ach ja, mit einer Kettensäge dürfte das alles, würde das alles ja schneller gehen. Brauchst dich aber nicht um eine Kettensäge
Was willst du? Was willst du? Du brauchst nicht drüber nachdenken, wie toll das alles mit einer Kettensäge wäre. Ja, wir haben keine Kettensäge. Ich hätte aber gerne eine. Ja, das glaube ich dir. Ich hätte auch gerne eine. Aber wir haben keine. Ah, oh, so ein Dreck. Ich geh mal zum Händler. Vielleicht kann ich den töten und dann rauben wir ihn aus. Oh, der Baum gehört noch zu seinem Gebiet. Blblblblblbl. Kackhändler. Mach auf da. Hast du eine Kettensäge für mich? Howdy. Nee, zeig mir mal dein Inventory. So. Wir haben Müll. Gefolgt von Müll. Hm. Noch mehr Müll. Zement kannst du kaufen. Wow. Ein bisschen Munition. Eine Matratze. Eine Matratze? Ja, hier gibt's eine Matratze. Kostet $120. Hm. Eine Machete, Qualität Stufe 6. Nice. Maybe next time. Ich will keine Machete. Survivor. Mach mal. Was ist das? Eine Chemiestation haben wir hier auf jeden Fall beim Händler. Das da brauchen wir eigentlich keine, theoretisch keine bauen. Stimmt. Gehst du mal 2 Meter zum Händler, sagst mal Hallo und ne? Machst mal ein bisschen Chemiegedöns. So. Oh, hat er gerade hinlaufen. Soll ich denn noch diese eine Blade Trip aufbauen? Hier unten oder was? Ja, also eigentlich bräuchte man noch 2, wenn ich das von hier oben sehe. Einmal da, wo du stehst und noch einmal zwischen... Ja, reicht doch eigentlich auf diesen Hügel hier, oder? Ja, ja, da meine ich ja. Da reicht doch, wenn ich da eine hinpacke. Warte, oh, so. Da. Tada! Ja, aber guck mal. Da in der Mitte ist noch so eine große Lücke. Ja, die ist jetzt zuerst dahin gebaut. Dann gucken wir, ob wir noch eine rechtzeitig fertig kriegen. Ja, wir haben ja noch einen ganzen Tag Zeit. Nach heute. Ach so, ich dachte jetzt, es wäre schon der Tag von heute auf morgen. Nein, das ist Tag 69. Tag 70 ist der Tag. Ja... Toll. Können wir 2 Tage da hier an der Verteidigung arbeiten? Ja, dann ist die wenigstens vernünftig. Hast du das ganze geschmiedete Eisen? Du meinst den Stahl. Oder den Stahl? Den Stahl hatte ich für die Verbesserung genommen, ja. Aber in der Schmiede müsste noch mehr Stahl sein. Ah, Glück gehabt. Ich brauche nämlich noch ganz viel Stahl, um unsere Finger da oben zu... Ah, pass an! So, eine Blade Whip ist nochmal in Auftrag gegeben worden. Schön. Haben wir einmal Strom komplett um das ganze Ding drumherum, wenn ich hier fertig bin. Super. Ach, mir fehlt hier noch eine Tür eigentlich. Ich hätte gerne eine Tresortür. Da brauchen wir doch bestimmt Ohre. Dann brauchen wir... Davon bestimmt was, noch mehr Rohre. So.
Weißt du noch, wie diese Stahltür hieß? Tresortür? Ah, ja, Tresortür. Fuck, Feder. Und ich rutschen sie nicht vorbei. Soll ich hier oben auch noch Blade Traps oder so drauf aufstellen? Also ich meine Blade Traps, meine Stacheldraht hier auf diese Betonklötze. Klar, wieso nicht? So. Dann gehen sie erst. Also wir haben einmal um die komplette Basis herum Elektrozaun. Oh, hier ist ein Loch, ne? Ja, ich bin noch dabei, das alles aufzufüllen, aber ich brauche Stahl. Ich fahre mal in unsere alte Basis, glaube ich. Ja, schau dann mal, was du kriegst. Mhm. Im Zweifelsfall baue ich da noch mal ordentlich Eisen ab. Fuck. Weil ich würde da schon noch ganz gerne ordentlich Stacheldraht und Holzspitzen drumherum aufstellen, zusätzlich. Auch wenn Blade Traps geil sind. Ich weiß, wie schnell Blade Traps, wenn die alleine sind, kaputt gehen können. Ja. Ja gut, die Steine lasse ich nochmal. Schön Stacheldraht an die Seite bauen hier. Siehst du, Fackeln könnten wir auch noch welche machen. Joa. Warte, dann gehe ich noch mal hier ernten. Nehme dann auch gleich die Ernte mit. Weil ich ja auch hier immer Baumwolle habe, dann können wir schön Dings draus machen. Stoff. Ah, ich lasse dich dann hier erstmal oben fertig basteln, bevor ich hier noch mehr Stacheldraht hinballer. Ich habe ja die Baumwolle nicht umsonst hier gepflanzt. Das hatte ja seinen Sinn. Da. Ups, ein bisschen falsch rum gemacht, aber funktioniert. Dann ist ja gut. Ja. Bin ich auch. Ich guck mal, was ich so an Fett habe. Ich nehme Stofffetzen mit. Da können wir dann schön einige Fackeln nämlich machen. Wie sieht's hier an der Stahlfront aus? Oh, 110 Stahl, immerhin. Guck ich mal, wie viel kriegen wir hier noch raus?
53 kriegen wir noch hin. Na gut. Dann gehe ich nochmal in den Keller, glaube ich, ein bisschen was hacken, ne? Ach das. Weil hier ist ja die Eisenader. Ja, ich mache hier diesen Raum von uns noch ein bisschen mit Pflasterstein fertig, weil die Wand ist ein Witz. Ja, ich werde auch nicht zu spät zurückkommen, weil ich will oben auf jeden Fall noch ein bisschen verstärken. Das will ich nicht nachts machen. Also kriege ich auch noch ein bisschen Eisen. Die eine Wand hier war noch aus Eisen quasi. Ah. Aber da ja auch Sand zwischen ist, kommen die bestimmt da schnell durch. Ja, und ich habe ja hier noch in unserem alten Haus, habe ich ja noch so eine schöne, dicke, fette Eisenmine. Da kommt man ja relativ schnell mittlerweile zu Eisen. Upsi dupsi. Das war ich nicht. Was hast du? Nix. Oh, Heinrich. Du kannst doch gar nicht sehen. Hm? Guck weg. Ich rieche das, wenn du Mist baust. Das halte ich aber für ein Gerücht. Das Ding ist nur, in meiner Eisenmine muss ich echt mittlerweile relativ taktisch buddeln, weil sonst finde ich hier irgendwann den Ausgang nicht mehr, wenn ich einfach irgendwie buddel. Ja. Darum habe ich ja gehofft, dass wir hier drüben bei uns hier auch noch eine Eisenader finden quasi. Mhm. Leider haben wir ja da, wo wir quasi angefangen haben zu bauen, da war ja Eisen. Wir hätten auch noch weiter höher gehen können, aber es war alles zu sehr am Rand. Ja, die hier ist ja noch recht ergiebig, also von daher ist ja alles gut. Draußen habe ich wohl Besuch bekommen. Ach komm, tu mal was für unsere Gesundheit. Mach ein bisschen Sport. Du machst Sport? Zombie klatschen. Oh, Horde, meine Horde. Kommt her, kommt her. Na hallo, seid ihr alle gleich oder was? Hm? Oh oh. Fuck you. Platsch hat's gemacht. Platsch hat's gemacht? Ja. Ich mag, wenn's Platsch macht. Aber mit der Dicken lege ich mich nicht an.
Okay, komm. Machen wir es doch. Hey. Oh, die konnte ja laufen oder so. Lecco mio. Warum war die gerade so schnell? Alter, ich treffe die nicht. Ich hasse das Spiel. Ich hasse es. Wenn ich die nicht treffe, die genauso groß ist wie ich, aber die trifft mich oder was? Dumme Kuh. Also die Reichweite der Zombie-Arme, da haben sie etwas zu groß gemacht, glaube ich. Oh, die eine ist gerade unserem Fahrzeug gestorben. Okay. Oh, ich muss mich erholen, ich bin out of stamina. So, du hast 5 Meter Arme, da schieße ich lieber auf dich. Da hat der Kopf platsch gemacht. Ist das nicht schön? Alter, was ist los? Ich habe einen Lauf. Ich habe schon 3 Köpfe zum Platzen gebracht. Ey, wo rennt ihr denn hin, ihr Pfeifenköpfe? Ja, die haben Angst. Die wollen nicht, dass ihre Köpfe auch noch platzen vielleicht. Hey, kommt her. Hier, komm mal her. Hier, komm mal her. Hast du Kopfweh? Oh. Nummer 4. Oh, schade, hat nicht platsch gemacht. Oh, hier, der hat geschmiedetes Eisen und geschmierten Stahl liegen lassen. Nett. Das ist sehr nett von ihm. Und das Papier lasse ich ihm mal da. Ich bringe auf jeden Fall ziemlich viel Eisen mit. Das waren alle? Warum? Ich hacke hier entweder, bis meine Spitzhacke kaputt ist oder bis es 18 Uhr ist. Je nachdem, was eher eintritt. Warum kommen so viele Zombies immer von der gleichen Sorte? Ich habe keine Ahnung. Da hinten ist noch was. Ich will in Ruhe arbeiten. Ihr geht mir alle auf den Sack. Hui! Und schon wieder. Ich glaube, das war Nummer 5 oder Nummer 6. So. Sieht doch schon gar nicht so unnett aus. Diese eine, diese Linie hier, die wolltest du bestimmt auch noch machen, oder? Kann sein. Muss mal gucken, also es müsste noch genügend Beton da sein, dass du Betonplätze machen kannst. Nee, du hast ja nicht reingeschlagen. Ich hätte jetzt sonst einfach Stahl genommen, Stahl hier, einfach hier Dingsbums. Pflastersteine. Beton ist stabiler. Ja, aber ich muss ja nicht alles mit Beton machen. Warum denn? Weil es stabiler ist. Man könnte es ja eh nichts danach noch nachbessern, also. Hui. Na egal, ich mache lieber drin weiter. Oh, ich muss mich langsam auf den Heimweg begeben. Ja, mach das mal. Ich habe auf jeden Fall genügend Eisen. Oh, hier ist ja auch noch, kann man ja reingucken, das ist ja unschön. Spitzhacke ist auch ziemlich im Popo jetzt. Spitzhacke im Popo? Hm. Tut das nicht weh? Jetzt schalte ich ihn aus. Bringe Stahl mit. Eisen ist ganz viel noch beim Zerlegen. Ups. Ah, siehst du, ich wollte noch gucken wegen Fett und so. Und Fackeln und so. Genau. Fett und... wie heißt es gleich? Oh, jo, ganz viel Fett. Und Kotten. Ich kann aber keine Fackeln machen, weil bei mir ist tatsächlich die Warteschlange voll mit, Dings, wie heißt es gleich? Dings halt. Mit Eisen zerlegen.
Aber bestimmt kann ich Fackeln auch bei der Werkbank verstellen. Ja, zur Not schmeißt es raus und dann mache ich es. Ja. Aber es geht bestimmt auch in der Werkbank. Ach nee, Tussi, auf dich habe ich jetzt gar keine Lust. Schrei halt oder was? Ja. Komm, ich fahr dich um. Ich hatte ja irgendwann auch mal mein Tunnelprojekt hier irgendwo begonnen. Was war denn ein Tunnelprojekt? Ja, ich wollte irgendwie von hier bis zum Händler einen Tunnel graben. Das fand ich immer so doof, aus der rumfahren müssen. Aber jetzt wohnen wir doch schon quasi neben dem Händler. Ja, ich weiß, aber ich meine von der alten Basis. Das wäre ja auch, also sozusagen ein Schnellhighway von unserer jetzigen Basis zum... Achso, das meinst du? Ich dachte jetzt unterirdisch. Ja, ich hatte ja unterirdisch angefangen. Das würde ich auch so weitermachen. Aber jetzt haben wir ja gerade genügend zu tun, dass ich das Tunnelprojekt erstmal nicht weitermachen muss. Ja. Huch! Wo wächst der Baum denn? Sag mal. Oh, da oben halt, ne? Die früheren Tresor-Türen, die hatten so ein Drehrad zum Verschließen, ne? Vielleicht kannst du die noch zusätzlich verstärken. Das kann auch schon, aber das reicht. Wollte jetzt nicht übertreiben. Ups, das war doppelt gemoppelt. So, hier, ich habe noch Eisen. Bitteschön. Oh, passt gar nicht mehr so viel Eisen rein. Stahl nehme ich an mich. Ich brauche viel Stahl zum Aufbessern, aber ich gebe gleich wieder ganz viel Stahl in Auftrag. Die Motorräder waren die leer, ja, ne? Ich glaube schon. Alter, mach ich mal das, was du gesagt hast, dass wir da zumindest die Motorräder. Aber meins nehme ich ins Inventar. Ja, voll. Jetzt nicht mehr. So. Ein Fahrrad und mein Moped habe ich. Ich bin stolz auf dich. Ja. Wenn sie kommen und angreifen, ja, da könnte man auch noch eine Tür machen. Das wäre auch schön. Du machst oben eine Ausbesserung, oder? Ja, ja. So, haben wir noch eine Lebe. Fahrrad. Oh, wo ist denn mein Mob? Ach, da. Da nehme ich auch mal die, gehe ich wieder runter und nehme die ganzen Holzframes mit. Weil die ein potenzielles Risiko darstellen. Für alle. Halt. Das gefällt mir nicht. Zack, zack. Ah, hier sind noch sogar ein paar Kerzen und 3 Fackeln haben wir sogar hier noch. Hat nicht irgendwas da?
So. Oh, kann man doch verbessern. Cool. Ja, mit Stahl. Ja, die innere ist nicht so wichtig. Boom. Haha, sollen sie... Achso, ich habe jetzt so Fett und so habe ich nochmal hier in die eine Werkzeugtruhe gepackt, weil ich bin so voll, ich kann gerade nicht Dingsen, kein Problem. Nochmal ein bisschen Licht. Ich habe nämlich jetzt noch etwa... Oh Gott, ich habe noch 10 Minuten Zeug im Auftrag. Nee, das kürze ich ein bisschen ab. So. Pack ich nochmal eine hin. Und hier an der Kreuzung. Ja, dann haben wir ja nicht viel gemacht heute. Wir haben viel gemacht, wir sind nur nicht viel rumgefahren. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, mach mal einen Break, bereiten noch weiter vor und die nächste Folge wird dann die blutrote Nacht sein. Genau. Ja, wir werden noch so ein bisschen die Verteidigung selbstverständlich aufbessern. Ja. Aber das kennt ihr alles schon, das ist alles nichts Neues für euch. Das, ja. Solltet ihr natürlich trotzdem mal wieder so eine komplette Vorbereitungs-Spezialfolge haben wollen, könnt ihr uns das natürlich in die Kommentare schreiben. Naja, haben wir Sollte ja. das der Fall sein, dann machen wir selbstverständlich bei der nächsten Roten Nacht wieder so eine Vorbereitungsfolge. Das haben wir ja aber gerade so ein bisschen gemacht eigentlich. Ja, das stimmt. So. Na, wir haben ja gezeigt, dass wir, wo wir jetzt noch Blade Trips bauen, dass wir seitlich nochmal ein bisschen Stacheldraht und so setzen. Und ich werde morgen, wenn du oben fertig bist, dann nochmal Stacheldraht hinballern. Ich bin da so... Achso, ja, ich muss noch letzte Ausbesserung machen. Ja. Genau. Und dann kann's losgehen. Wenn es euch gefallen hat, dann haut, liken, kommentieren und reingehauen, ne? Bis dann. Ciao. Tschüssi.